Karl Benz, zweite Fassung, das Automobil. Deutschland Genies Forscher Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Es mangelt vielen von uns Deutschen heute an Selbstbewusstsein und positivem Selbstwert. Ich will in diesen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen, die wenig bekannt ist und heute wenig gepflegt wird. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Herausragend begabte und fleißige Männer und Frauen unseres Volkes haben unglaublich viel zum Weltkulturerbe beigetragen und allen geholfen. Ich stelle über 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler und Techniker vor, mit ihrer Biografie, ihrem Werk und dessen Folgen. Ich möchte außerdem Wissen über Naturwissenschaften und Technik näher bringen. Hier ist die Übersicht über alle Persönlichkeiten und ihre Werke in alphabetischer Reihenfolge. Eine ausführliche Einleitung mit einer Bewertung auch der dunklen Seiten unserer Geschichte finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses vollständig neu überarbeitete Kapitel behandelt die Biografie von Karl Benz und die Entwicklung des Automobils. Karl Benz, zunächst zur Biografie. Karl Benz wurde am 25. November 1844 in Mühlburg, das ist heute ein Stadtteil von Karlsruhe, geboren als Karl Friedrich Michael Weiland. Karl Benz starb am 4. April 1929 in Ladenburg am Neckar mit 84 Jahren. Karl Benz gilt als der Erbauer des ersten praxistauglichen Automobils 1885. Karl Benz war ein legendärer Erfinder und Tüftler und begann 1894 die erste Serienproduktion von zuverlässigen Automobilen. Er erhielt den ersten Führerschein der Welt 1888. Sein Maschinenbauunternehmen fusionierte 1926 mit der Daimler Motorengesellschaft zur heute weltweiten Daimler-Benz AG. Karl Benz wurde am 25. November 1844 in Mühlburg bei Karlsruhe geboren als Karl Friedrich Michael Weiland, als unehelicher Sohn der Dienstmagd Josephine Weiland 1804 bis 1870 und des Lokomotivführers Johann Georg Benz 1809 bis 1846. Die Eltern heirateten 1845 und es erfolgte der Namenswechsel. Im Kirchenbuch ist der Junge als Karl mit K eingetragen. Benz selber bevorzugte für seinen Namen die Schreibweise mit C. Leider verstarb der Vater schon 1846 an einer Pneumonie. Die Witwe war nicht wohlhabend. Sie bemühte sich aber um eine gute Ausbildung von Karl. Dieser dankte es ihr, indem er ein hervorragender Schüler wurde in der Grundschule und ab 1853 am Naturwissenschaftlichen Lyzeum Karlsruhe. Karl Benz studierte anschließend ab 1860 am Polytechnikum Karlsruhe Maschinenbau mit dem Abschluss 1864 mit 19 Jahren. Anmerkung: Das Polytechnikum Karlsruhe wurde kurz darauf, 1865, zur ältesten technischen Universität Deutschlands aufgewertet. Der junge Karl Benz sammelte zunächst Erfahrungen in verschiedenen Maschinenbauunternehmen in Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim und zuletzt sogar in Wien. 1871 eröffnete er eine erste eigene mechanische Werkstätte in Karlsruhe, hier im Bild. Es gab wirtschaftliche Anfangsschwierigkeiten. Diese wurden mit der Mitgift seiner Verlobten Bertha Ringer, 3. Mai 1849 bis 5. Mai 1944, überwunden. Die beiden heirateten 1872 und bekamen 5 Kinder. 1879 entwickelte Karl Benz einen Benzin-Zweitaktmotor, der auch patentiert wurde. Hier wird die Arbeitsweise eines Zweitaktmotors animiert. Benz verbesserte auch andere,
Bereits bekannte Motorteile wesentlich. Die Kosten stiegen und die Banken verlangten 1882 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, in die Gasmotorenfabrik Mannheim. Die anderen Anteilseigner verstanden seine Visionen nicht, Benz wurde an den Rand gedrängt und verließ im Streit die Firma. Er gründete mit zwei Besitzern einer Fahrradwerkstatt bereits 1883 neu die Benz und Company, Rheinische Gasmotorenfabrik in Mannheim. Sie bauten und verkauften erfolgreich stationäre Gasmotoren hier im Bild. Karl Benz verfolgte unverändert seine Vision der Mobilität durch Verbrennungsmaschinen. 1885 wagte er den Sprung zu mobilen Motoren. Er baute den Benz Patentmotorwagen Nummer 1 mit einem Einzylinder-Viertaktmotor mit 0,7 PS und atemberaubenden 16 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit als dreirädriges Fahrzeug mit Vorderradlenkung hier im Museum. Es wird weltweit als das erste praxistaugliche Automobil angesehen, welches im Januar 1886 patentiert wurde. Hier ist das Deckblatt der Patentschrift. Die Herkunft aus dem Fahrradbau erkennt man unschwer an den Speichenrädern und an der Kraftübertragung durch zwei Rollenketten auf die Hinterachse. Diese Kutsche ohne Pferde wurde zuerst viel verspottet. 1888 erhielt Karl Benz für diesen Motorwagen den ersten Führerschein der Welt in Mannheim, hier im Bild. Über die Modifikationen am Motorwagen Nummer 2 kam Karl Benz zum Modell Nummer 3 mit Holzrädern, das in Paris auf der Weltausstellung 1889 präsentiert wurde. Hier ein seltenes Exemplar in England. Karl Benz bastelte und entwickelte seine Fahrzeuge ständig weiter. Er baute einen leichten Viertaktmotor. Er optimierte auch bereits vorhandene Erfindungen. Benz verbesserte das Differentialgetriebe und die Achsschenkellenkung, die Zündkerze und den Vergaser, die Kupplung durch Riemenverschiebung und die Gangschaltung sowie den Wasserkühler. Auf Neuerungen im Autobau erhielt Karl Benz Patente. Die Bauten in Lizenz brachten zusätzliche Einnahmen. Die Fahrgestelle und Motoren wurden in den Werkstätten von Benz hergestellt. Der Mannheimer Stellmacher Kalkreuter lieferte die Aufbauten und Karosserien dazu. Bertha Benz wollte die Alltagstauglichkeit der Fahrzeuge ihres Mannes beweisen und den Verkaufserfolg fördern. Sie unternahm im August 1888 heimlich mit zwei Söhnen mit dem Benz Patentmotorwagen Nummer 3 hier im Bild zu sehen, die berühmte erste Autofernfahrt von Mannheim zu ihrer Geburtsstadt Pforzheim mit 104 Kilometer Länge. In 12 Stunden und 57 Minuten und drei Tage später wieder zurück. Das Ganze geschah mit 1,5 PS und 16 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Dabei diente als erste Tankstelle der Welt die Apotheke in Wiesloch mit dem Auffüllen von Ligurin, einem damals verwendeten Leichtbenzin. Bei der langen Fahrt traten auch die ersten Pannen und Reparaturen auf. Die erfindungsreiche Bertha durchstieß die verstopfte Benzinleitung mit ihrer Hutnadel und isolierte die defekte Zündung mit ihrem Strumpfband. Bertha Benz war somit die erste Autofahrerin der Welt und regte weitere Verbesserungen an. Die ersten Motorwagen besaßen nur zwei Gänge und konnten Hügel nur mit Hilfe hochkriechen. Durch Bertha wurde ein dritter Gang für Steigungen eingebaut. Bertha Benz ist die Erfinderin der Bremsbeläge. Sie ließ von einem Schuster Leder auf die hölzernen Bremsbacken nageln. Die starke Nachfrage nach stationären Verbrennungsmotoren zwang zu einer Erweiterung der Firma mit einem Neubau in Mannheim 1886. Auch die Stückzahlen der Motorwagen
stiegen von 1893 bis 1900 von 69 bis 603 und parallel dazu die Zahl der Beschäftigten von 40 auf 430. Mit dem Patentmotorwagen Nummer 3 begann in der Firma Benz ab dem Jahre 1888 die Serienproduktion. Diese wurde gesteigert mit den Folgemodellen Victoria 1893 und dem kleineren Velo 1894 hier im Bild. Von 1894 bis 1902 wurde der Benz Velo mit 3 PS und 19 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit als Modell in Serie mit 1200 Exemplaren produziert zu Preisen ab 2000 Mark. Das erste vierrädrige Fahrzeug war der Benz Victoria von 1893 bis 1900 mit 2 und 4 Sitzen hier in der Vis-à-vis-Version. 1899 war Benz & Company die größte Autofabrik der Welt und präsentierte sich erfolgreich auf der Pariser Weltausstellung. Das Wachstum erzwang 1899 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. 1896 verlor Carl Benz einen Patentstreit mit unserem kongenialen schwäbischen Autobauer Gottlieb Daimler. Siehe dazu Kapitel 13. Es entwickelte sich ein zunehmender Konkurrenzdruck durch die aufblühende Autofabrik Daimler Motorengesellschaft in Stuttgart, auch nach dem Tod von Gottlieb Daimler 1900. Die anderen Direktoren in der neuen AG reagierten durch die Einstellung von französischen Designern zur Modernisierung, ohne Carl Benz vorher zu fragen. Benz zog sich 1903 verärgert aus der Chefkonstruktion zurück, hatte jedoch weiter maßgeblichen Anteil an der Firma und blieb bis zu seinem Tod 1929 Direktor im Vorstand von Benz & Company. Nach einigen Turbulenzen kam der kreative Maschinenbauingenieur Hans Niebel 1880 bis 1934 zur Firma Benz und überarbeitete die Modellpalette erfolgreich. Er stieg zum Chefkonstrukteur auf und entwickelte zahlreiche Automobillegenden, wie zum Beispiel den Rennwagen Blitzen-Benz 1909 hier im Bild, und initiierte später auch die berühmten Mercedes-Benz Silberpfeile. Neben seiner weiterhin bestehenden Tätigkeit als Direktor bei Benz & Company in Mannheim gründete Carl Benz 1906 das Autowerk Carl Benz Söhne als ein reiner Familienbetrieb in dem nahegelegenen Städtchen Ladenburg. Hier konnte ihm niemand reinreden. Karl und Bertha Benz und ihr Sohn Eugen verlegten nun auch ihren Wohnsitz nach Ladenburg. Diese eigene Automobillinie war von guter Qualität und besonders in London als Taxis gefragt. Die Stückzahlen blieben allerdings gering. In den Räumen der Firma in Ladenburg befindet sich heute das Automuseum Dr. Karl Benz mit einzigartigen Exponaten hier im Bild zu sehen. 1914 erhielt Carl Benz von der Technischen Hochschule Karlsruhe die Ehrendoktorwürde. Nach dem Ersten Weltkrieg und besonders durch die Inflation 1923 mit nachfolgender Wirtschaftskrise gerieten die beiden führenden Autofirmen, die Benz & Company Mannheim und die Daimler Motorengesellschaft Stuttgart, in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Beide Gesellschaften fusionierten 1926 zur Daimler-Benz AG. Die neuen, eleganten und zuverlässigen Daimler-Benz-Modelle fanden weltweit zufriedene Käufer. In den 1930er Jahren dominierten die tropfenförmigen Mercedes-Benz-Silberpfeile die Rennstrecken der Welt. Die technischen und wirtschaftlichen Erfolge von Daimler und Benz halten bis heute an. Carl Benz war bis ins hohe Alter aktiv und in seinen Firmen tätig. Am 4. April 1929 verstarb Carl Benz mit 84 Jahren an den Folgen einer Bronchitis in Ladenburg und wurde dort beerdigt.
Bertha Benz wohnte in dem gemeinsamen Wohnhaus bis zu ihrem Tod am 5. Mai 1944. Heute befindet sich in diesem Haus die gemeinnützige Gottlieb Daimler und Karl Benz Stiftung. Karl Benz zu seinem Werk und dessen Wirkung. Karl Friedrich Benz war ein genialer badischer Tüftler und Erfinder. Er kam von der Konstruktion und Produktion von stationären Gasmotoren und schaffte den erfolgreichen Schritt zu leichten Benzinverbrennungsmotoren zum Antrieb von mobilen Geräten. Er entwickelte mit dem Benz Patentmotorwagen Nummer 1 hier in der Nachbildung das erste praxistaugliche Automobil der Welt. Während die Fahrzeuge Nummer 1 und Nummer 2 Einzelstücke waren, war das Modell Nummer 3 für 3000 Mark zu kaufen und mit dem Modell Velo hier im Bild begann 1894 die Serienproduktion auch ins Ausland. Karl Benz entwickelte Verbesserungen auch an bereits bekannten Autoteilen, zum Beispiel an der Zündkerze, die Folge war ein langer Patentstreit mit Daimler, an Kupplung und Gangschaltung, an Vergaser und Wasserkühler, bei dem Differentialgetriebe und der Achsschenkellenkung. Es dauerte nicht mehr lange und Karl Benz konstruierte den ersten Benzin-Omnibus zum Transport von weiteren Passagieren hier auf einer Strecke bei Siegen. Später wurden auch andere Nutzfahrzeuge wie LKWs entwickelt und produziert, hier ein typisches Beispiel von 1912. 1896 erhielt Karl Benz ein Patent für den ersten Boxermotor der Welt, hier in der Animation dargestellt. Es handelt sich also um einen Motor mit zwei horizontal gegenüberliegenden Zylindern mit einer gemeinsamen zentralen Kurbelwelle, der besonders vibrationsarm ist. Der Blitzen-Benz von 1909 hier im Bild war initiiert vom Benz-Konstrukteur Hans Niebel. Er leistete jetzt schon 200 PS und war für 10 Jahre mit 228 Stundenkilometern der schnellste Rennwagen seiner Zeit und auch schneller als jedes damalige Flugzeug. Mit der Fusion der beiden Autofirmen von Gottlieb Daimler und Karl Benz 1926 zur Mercedes-Benz AG begann dann eine beispiellose Erfolgsgeschichte in der Mobilität bis heute. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Diese bunte Mischung aus Ingenieurwissen und Naturwissenschaften möge unseren Horizont über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser Selbstbewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich wie Karl Benz genial und tüftlerisch gezeigt und die moderne Welt eingeleitet haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen diese Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement am Ende. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.